So, wo ist es jetzt markiert? Da ist es markiert. Dort können wir sogar noch eine Sklavenmission freischalten. Überraschung! Oh Gott, versuchen wir mit 20 FPS einen Monster zu, Gegner zu töten. Geht nicht. Knack! Oh, was ist denn hier los auf einmal? Ich will mich gleich sterben, denn nur weil es das Spiel so geruckelt hat. Ne? Nicht, weil ich schlecht bin. So, der ist weg. Und stehen verhören wir mal kurz. Genau, widersetze dich nicht. Wer bist du? Piguk. Hatten wir schon Piguk vorhin nicht? Nee. Blup, Bup hatten wir. Oder Blup oder irgendwie so ähnlich. Ach, keine Ahnung. Irgend so einen lustigen Uruk hatten wir vorhin. Oh Gott, Spiel, beruhig dich mal wieder. Also, Fraps soll sich mal wieder beruhigen. Genau, gib deinen Verstand auf und sag mir bitte was über ihn. Zun die Krähe. Dankeschön. Ich glaube, wir kennen jetzt gerade die Identität von allen Hauptmännern, die hier zurzeit rumkreuchen und fleuchen. So, das haben wir. Hallo. So, müssen wir noch irgendwen aufdecken? Nein, sehr schön. Ja, dann sag mir doch mal die Stärken und Schwächen von... Ist ja einer von gerade bei uns in der Nähe? Ja, von Skak. Ah ne, Stärken und Schwächen von dem kennen wir schon. Okay, dann sag mir die von ihm. Was wissen wir denn mal über ihn? Anfällig durch gegen eigentlich alles. Okay. Sehr schön. Den können wir durch Fernkampf verwunden gegen... Oh, großer Gott, das ist ein Grauk. Ich hoffe, der sieht uns nicht, sonst haben wir ein Problem. Ja, gut, hier kommt er auf jeden Fall nicht durch. Hier sind wir auf jeden Fall sicher. Talion, eigentlich solltest du nur hier runter und dann... Genau, hier so durch. Moment, hier war noch so eine Made. Ist der alleine? Okay, der will lieber sterben, dann soll er das tun. Ja, und dann, selbst wenn er sich mit uns anlegen würde, er auch nicht überleben. Er würde uns nur halt vorher noch Informationen zukommen lassen. Der mir persönlich lieber, aber naja, gut. Man kann ja niemanden zwingen. Schön ist, wenn so ein Schmiedeturm hochklettert. Wo man eigentlich gar nicht in der Geisterwelt ist. In dem Moment, wo man ihn hochklettert, ist man in der Geisterwelt. So. Untergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Und ein Schmiedeturm fehlt in diesem Teil der Welt noch. Als ich von der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas Seltsames gehört. Oh Gott, sind das viele. Aber ich habe eine Idee. Rams. Bam. Multikill. So. Kurz und schmerzlos und wir sind wieder weg. Keine Sorge, wir machen auch gerne noch eine Hauptmission. Oder komm, wir machen jetzt eine Hauptmission. Wir stehen ja praktisch direkt davor. Kann man eine Hauptmission machen? Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Aha. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Bracken dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte.
Beende dein erbärmliches Leben. Nein. War nur Spaß. Ork. Diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er werden gelingen. Ein Spion in den Reihen der Orks wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich wollte sagen, wir haben Mittel und Wege. Gorod Karagor Zema ist scheinbar unser Ziel. So, anfällig für berittene Bestien, Furcht vor Karagor. Okay. So. Den wollen wir. Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Häuptlinge? Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Na, ob wir dem trauen können? Lass mich das hier nicht bereuen. So sieht's nämlich aus. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich meinen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Also das Kümmern sieht so aus, dass er sich versteckt oder in die Scheiße gerät und wir den ganzen Kram ausbaden dürfen. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Je nachdem, was sie halt zu fassen kriegen. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Gorod das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Hast du dich befreit, Abschaum? Schildträger, nervige Zeitgenossen. Nicht mich. Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruk. Genau. Schildträger sind ein bisschen nervig, weil die Angriffe abblocken können. Shit, ich wollte eigentlich mit der Hinrichtung den Dingsbums treffen. Schildträger. Machen wir nix. Shit, da wurde meine Angriffsserie unterbrochen. Redback, Schätzchen, ich komm gleich. Aber irgendwie können wir den doch bestimmt. Ja, genau so ging das. Man musste über sie rüberspringen. Und dann konnte man sie. Ja, genau, so ging das. Oh, Redback, du Pussy. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Gorod vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorod will Redback. Ich hab schon Hauptmänner getötet, mein Guter. Ich weiß ja auch, ich weiß, wie das geht. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann, aber Redback gewinnt nie. Tja, war das wohl nicht. Jetzt hat der Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorod büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Korrekt. Dort hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorod ist immer da drin. Geht nie raus. Nie.
Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Ja, nennen wir es militärisches Genie. Dieser Schmied repariert die Waffen einfach nicht. Ich nenne es eher Feigheit, aber... Tu endlich was, oder ich sag ihm, was du hinter seinem Rücken so erzählst. So, warum auch nicht? Die können wir gleich mal ausschalten, wenn wir schon mal hier sind. Hier sogar noch was für uns zu sammeln. Hier waren wir doch eben. Habe ich überhaupt nicht auf die Map geguckt oder warum habe ich das nicht mitgenommen? Naja, egal. Jetzt haben wir's. Wir tun das heute Nacht. Kein Rumkommandieren mehr von diesem verdammten Urukai. Wir schleichen uns in die Kaserne und lassen diesen Schrack schön ausbluten. Wenn er erst tot ist, ist er nicht mehr so allmächtig. Und dann haben wir hier das Sagen. Du und ich. Alles wird uns gehören. Frisches Fleisch? Mehr Grog? Wir werden nie mehr Hunger leiden. So viel steht schon mal fest. Ja. Diese Geschichte war wieder aus der Sicht der Orks. Dieser Grog ist eine bittere, aber effektive Medizin. Diese Uruks sind wirklich unredliche Spiegelungen meiner Art. Ich könnte darunter schießen. So, wo ist er denn jetzt? Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Nee, aber egal. Wir haben ja eine Adresse. Seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. So, wo ist der gute Mann? So, wir beschäftigen erstmal die Urus da hinten, würde ich sagen. Da ist er. Da ist er. Ich glaube, da hat sich etwas So, mal sehen, ob es funktioniert. Ja, er hat Angst vor Kagor. Oh doch. Nur mit dir, mein Freund. Na komm. Sprich zu mir. Ja. Informationen über ihn von mir aus. Egal, so. Gute Nacht. Also richtig mit der Autorität hat der Bradwick das noch nicht so ganz drauf. Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Tu das! Aber der Gorod ist tatsächlich tot, also das passt schon. Noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren.
So, Mission erfolgreich. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Orks hassen sich beinahe so sehr. Wenn wir schon mal da sind, können wir das ja auch machen. Töte 10 Uruk-Wächter, ohne die Festung zu betreten. Okay. So, mal sehen. Wir haben schon 4. Oh, cool. Wie sind die anderen noch getötet? Gar nicht mitbekommen. So. Wir müssen also sozusagen hier stehen bleiben und alles Mögliche abschießen. Okay, der ist ja nicht wirklich ein Problem. Den haben wir auch. So, mal sehen. 6 fehlen noch. Toll, wie soll ich an die rankommen? Von hier aus? Ihr seid witzig, Leute. Wie soll ich an die rankommen, wenn ich in diesem kleinen Gebiet bleiben darf? Ja. So, hier ist noch so ein komisches Sammelobjekt, das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. All das Gerede, das unser Lager mit Knurren zusammengelegt werden soll, kann unmöglich genug Rock für alle da sein. Hammer? Nanich hier, Gelaia Mordor. Ha! Mistfall S2, wo ist die nächste? Ich hab noch eben noch einen gesehen. Da! So, Jagdherausforderung fertig. Was ist die nächste? Töte 5 geflügelte Untiere. Okay. So, Moment. Den nehmen wir auch. Und ich habe eben noch irgendwo diesen Pilz auf der Minimap gehabt. Hier. So, der müsste jetzt hier irgendwo rumstehen. Ziemlich genau hier sogar. Da. Auch Teil der Überlebensherausforderung. Achso, ich wollte gerade sagen, sie verschwindet ja nicht. Hier ist noch ein zweiter, aber leider nicht. Ah, das ist noch eins. Waren wir hier nicht gerade? Haben wir noch eins gesammelt? Oder waren das zwei? Okay, interessant. Ich will mich nicht nur beschweren. Ist extra Miriam, ist Geld, kann man gebrauchen. So. Aber ich habe meine Spinnen sind hier auch gerade mein Hauptmann angezeigt. Barfa. Ah, nö, jetzt keine Lust. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal
letzten nichts und niemand Aussichtspunkt in diesem Gebiet.